Ja, schönen guten Morgen hier auf der Griesenland. Wollt mal gucken, was meine BGA sagt. 613 kW, das ist gut. Ja, dann habe ich dann noch mal ein kleines Ding in eigener Sache. Ich habe gestern da ja ein Video gemacht von der AWI Baumfräse. Da haben sich ja so ein paar Leute drüber aufgeregt, dass ich das Ding zweckentfremden würde. Ich möchte dazu nur sagen, das hat er so vorgestellt, dass mit dem Hänger, dass man das da reinblasen soll. Und er hat auch gezeigt, dass man damit also auch Baumstümpfe wegmachen kann, beziehungsweise auch Baumstämme. Das geht aus dem Vorstellungsbild hervor. Und ich habe ja nun keine Baumstämme weggemacht. Das will ich auch gar nicht. Aber ich habe die ganzen kleinen Stücke weggemacht. Und muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das nicht passt, das ist ein fiktiver Mod, obwohl er ist nicht sehr weit hergeholt. Denn in Dänemark wird sowas zum Beispiel gehandhabt in den Wäldern. Ich habe es selbst gesehen, ich habe selbst bei so einem Unternehmen gefahren, die so ein ähnliches Gerät haben. Und es ist also nicht sehr weit hergeholt. Das möchte ich nur dazu mal sagen. Und ich möchte auch noch mal ein bisschen hervorheben, dass ich wohl aus der Landwirtschaft komme und auch weiß, was Sache ist. Und ich auch immer gesagt habe, dass ich also keine abgedrehten Mods vorstelle. Und dieser geht halbwegs ins Reale rein. Also das dazu. Ja, und dann möchte ich mich nochmal dafür entschuldigen, dass das denn doch ein bisschen lauter ist zum Teil. Ich habe jetzt hier auch die Lautstärke runtergedreht. Da habe ich nicht so richtig aufgepasst. Das Problem ist aber auch, dass manche Modelle eben schon von Haus aus lauter sind und man dafür denn nicht so richtig was kann. Und ich bin nun auch nicht der perfekte Videobearbeiter. Und letztendlich mache ich die Videos, mache ich für mich, weil ich daran Spaß habe. Und ich stelle sie nun mal rein, weil ich auch mal denke, dass ich dann mit vielen Sachen dann doch schon ein bisschen was helfen kann. Und mehr ist es nicht. Also, klein bisschen mit der Welt. Das ist auch nur mal so gesagt an ein paar Leute, die werden sich schon angesprochen fühlen, die denn ja anscheinend ja nichts anderes zu tun haben, wie nur irgendwie zu meckern. Und es ist schon ein bisschen Arbeit hier, nicht? Also, dass man den da macht und dass man euch das dann reinstellt. Aber wie gesagt, jedem sein Ding und das war nun mal da von meiner Seite in einer Sache. Ja, dann bin ich sehr gespannt nächste Woche auf das Download Add-on von Giants mit dem JCB. Also, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Vor allen Dingen der kleine Lader. Also der könnte vielleicht mein Telelader hier ablösen, weil das ist ein sehr schönes Ding. Ein Kollege von mir hat den, also in Real. Ist ein sehr schönes Arbeitsgerät. Und den Radlader, den kenne ich selbst, den habe ich selbst auch schon gefahren bei einer Firma. Auch ein schönes Teil. Und da wollen wir mal sehen, wie sie das umgesetzt haben. Wenn sie das natürlich blöd umgesetzt haben, dass das wieder so eine Probleme gibt mit der Schaufel, dann ist das natürlich ein bisschen schlecht für die. Aber man wird sehen. Also ich werde die auf jeden Fall vorstellen.
Das Einzige, was ich nicht vorstellen werde, ist der, wie heißt er? Der komische Bobcat, weil ich dafür keine Einsatzmöglichkeiten sehe hier auf der Grieseland. Es sei denn, er hätte einen Kuscher angebaut, den wir auch ausmisten. Aber vielleicht, was ja nicht ist, kann ja noch kommen. Man weiß es ja nicht. Dafür wäre er ideal. So, 20 Tonnen, das soll wohl erstmal reichen. Das erste. BGA ist voll, läuft schön. Noch ein Silo noch zumachen. Sollte man natürlich nach Möglichkeit nicht vergessen, das zuzumachen. Sonst kannst du es auch mal haben, dass da irgendwann Mist drin ist. Wenn man denn die Silo Extension nutzt. So. Schaufel abhängen. So, und dann kann er wieder zum Tierhof schütteln. Oh, ja, das ist ein bisschen doof. Das ist ein klein bisschen steif, finde ich hier. Aber gut, kann man ein bisschen vorsichtig fahren. So. Also, ich nutze das Curseplay nun nicht, so wie das manche andere nutzen. Ich mache das eigentlich nur vom Überführen. Ach, da wollen wir nicht hin, wir müssen da hin. Aber ich finde es gut so, für mich reicht das. BGA Tierhof. Abfahrer einstellen. Und dann letzten Weg zu warten. So. Oh, ich habe mal meinen Verkehr mal abgeschaltet. Sind ja eh nur noch ein paar Tage. Also ich werde heute Abend ab und mal eine kurze Vorstellung machen vom Server. Ich will dann mal gucken, wie das da so läuft, ob alles läuft. Und wenn wir den dann mal kurz melden. Ich habe hier jetzt, oha, da muss ich noch verkaufen, das Teil. Ja, hier ist mein Futterwagen, den habe ich mir jetzt gekauft. Das ist meiner. Ohne Mieten, weil den brauche ich ja viel. Also der John Deere gefällt mir sehr gut. Also ich bin eigentlich am Überlegen, ob ich mir den festhole. Vielleicht erstmal als Langzeitmiete. Ich muss das mal überlegen. Eigentlich bin ich ja ein bisschen mehr Deutsch-Fan, aber naja, mal sehen. So, dann will ich einfach meine Kühe ein bisschen aufstocken hier. Ich denke mal so 2.500. 10 Stück wären 25.000. 25.000. 10 Stück. 20 Stück, ja, 20,
denke ich mal so. So, 90. Das ist gut. Schweine können wir auch mal auf 90 erhöhen.